Hallo Welt, da sind wir wieder in unserem Red Scorpion Vault 123. Der gerade, ja okay, der Red Scorpion darf sich unten erstmal mit den Ratten vergnügen. Da unten schicken wir niemanden hin, das wird zum einen zu lange dauern, zum anderen. Er kann ja eh nichts anrichten, nur das dauert dann ziemlich lange und wir haben ständig ein Energieproblem so lange. Können auch so weit dann gar nicht sehr viel mehr machen. Ja, mit der Energie müssen wir zusehen. Also demnächst, wenn Flashy und Corki kommen und wir gerade nichts anderes vorhaben, dann müssen wir unbedingt zusehen, dass wir hier ja ein paar Tempomodi mal einschalten. Den Tempomodus öfter mal nutzen. Ja, dann schauen wir aber nochmal in der Zeit, wo der Red Skorpion wütet und wir nichts hören, dass geschossen wird. Gucken wir mal, welche Sachen wir bekommen haben. Ein Gaussgewehr zum Beispiel. Wäre jetzt natürlich super interessant zu wissen, was man für Voraussetzungen braucht. Wir haben auch außerdem noch das gehärtete Sturmgewehr. Da müssen wir unbedingt mal gucken, wem wir das dann verteilen. Ja, wir haben wenig Energie. Hier tobt auch noch der Red Skorpion. Ja, da haben wir nicht aufgepasst. Das ist klar. Wenn wir im Lager rumhängen, können wir ja nicht auf den Red Skorpion achten hier. Dann müssen wir Frank wiederbeleben und wir müssen auch Marie wiederbeleben und alles ist gut. Alle sind glücklich hoffentlich und gut gestimmt. Moment. Das mit dem Grün, das Weihnachtsgrün hier, was man da immer sieht, das kommt einem immer so vor, als ob irgendjemand aufleveln möchte. Ja, Lager wollten wir gucken. Wir wollten gucken, die Waffen wollten wir verteilen. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir unser Team wieder rausbekommen. Wir haben eine tägliche Quest und wir haben keine Weihnachtsquest mehr. Naja, vielleicht müssen wir die anderen erstmal zurückrufen auch. Die anderen Quests alle erledigen. Rettungseinsatz. Rette so viele Siedler wie möglich. Wie bitte? Belohnungen. Keine Belohnungen. Voraussetzung Stufe 40. Tägliche Quest. Na, das ist aber übel. Das hört sich aber nicht so schön an. Normalerweise auf Stufe 40 Quest schicken wir keinen raus. Weil die Leute dann immer sterben. Du hast ein Notsignal aus einer Siedlung empfangen. Wenn du die Bewohner rettest, sind sie bereit, sie zu verlassen und sich deinem Vault anzuschließen. Ja, aber das hört sich doch gut an. Ich meine, wir haben jetzt 99. Wie viele passen in so eine Siedlung? Naja, lass es 20, 30 sein. Wir haben auch schon mal über 30 reingekriegt. Ich glaube, 36 haben wir mal irgendwo reinbekommen. Mit viel Charisma und Drogen und so. Kleinen Tricks. Mal sehen, wen haben wir denn da überhaupt mit Stufe 40? Ah, Craig Peterson ist 44. Ah, die brauchen aber erstmal, nein, die müssen erstmal verdoktert werden, verarztet. Das machen wir aber gleich. Das hört sich interessant an. So überschreitet man also die 100-Grenze. Wir sind bei 99 Siedlern und mit Pauken und Trompeten gehen wir entweder unter oder werden hunderte von Siedlern hier reinbekommen. Dann mit einem Schlag wird alles ganz einfach. So stelle ich mir das vor. Aber unsere Jungs können vielleicht auch nur ein, zwei Siedler retten. So, Kaffeepause. Deborah Turner kann ein Stimpack vertragen. Wie wäre es denn auch mit einem besseren Outfit? Weihnachtsmann, ach komm, Perception ist schon okay, was sie da hat. Ja, bessere Werte wären natürlich noch besser. Da müssten wir jetzt ein richtig gutes Team hinschicken. Aber 44 ist schon mal nicht schlecht, komm. Wir riskieren es mal. Und Kelly Bush Scott... Ja, sie ist auf Level 50. Also ich bin dafür, dass wir sie auf jeden Fall mitschicken. Wobei sie nicht sehr viel stärker hat. Dafür aber Endurance und Glück. Katie Murray, sie braucht auf jeden Fall ein Stimpack. Sie hat aber auch nur Stufe 34. Ja, dann haben wir die beiden schon ausgetauscht. Und Craig Peterson... Ja, der ist ja eigentlich nicht so gut geskillt. Da müssen wir diesmal aber richtig gute Leute rausschicken. Brandon Scott ist in der Akademie. Ja, er wird dann jemand, der raus kann damit. Seine getuntes Lasergewehr richtet einen Schaden von 12 bis 14 an. Dann bekommt er jetzt das Gaussgewehr mit. Schon mal. Ah, rüste 14 Bewohner mit einer Waffe aus. Ah, auf die Ziele haben wir auch noch gar nicht geachtet. Man kann ja auch nicht so auf alles immer achten. Ja gut, dann richten wir uns diesmal eben bei so einer wichtigen, schweren Aufgabe... Werden wir uns diesmal also nicht nach dem Außenteam unbedingt richten, sondern gucken, was sind die besten Leute, die wir da haben. Also wir brauchen
ja, Stufe 50 Leute auf jeden Fall. Das heißt, unser Bruce Johnson muss auf jeden Fall mit, der hat so eine gute Waffe. Haustiere sollten wir vielleicht noch mitgeben. Catherine JLNS, ja, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall Stufe 50 Leute müssen da raus. Können wir ja gucken, indem wir sie auswählen. Da gibt es ja auch nochmal ein Auswahlsystem. Und da können wir dann sehen, wer was kann. Nämlich, wir gucken mal nach Stärke, genau. Brandon Scott, der ist sogar ziemlich gut geskillt. Ich hoffe, er hat eine gute Waffe dabei. Ja, haben wir ihm gerade gegeben, das Gauss-Gewehr. Bruce Johnson auf jeden Fall. Wieso ist er im Superreaktor? Da stimmt doch was nicht. Der müsste doch, wenn, dann müsste der doch trainieren irgendwo, unser Bruce. Egal, das ist der Nächste. Und wer ist noch gut? Ja, scheinbar Kelly. Catherine JLNS. Oder Melissa White. Melissa White hätte ich auch ganz gerne dabei. Also sie hat Glück. Ja, Glück haben die meisten schon. Okay. Dann machen wir das so. Und als Waffe, was hat sie da? Oh, das ist ja nicht die allerbeste Waffe. Aber egal, das muss reichen. Die anderen beiden haben ja gute Waffen. So, maximale Stimpaks und maximale Redaways und Quest beginnen. Ach, die können wir sofort sogar beginnen. Ja, ich bin so neugierig. Da schauen wir mal gleich rein. Dass wir die dann vielleicht sogar noch in dieser Folge machen, oder? Ah, ich glaube, wenn wir hier alles nach dem Rechten gesehen haben, vielleicht brauchen wir dann auch nur eine Nuga-Cola Quantum zu zahlen. Wenn wir hier geguckt haben, dann werden sie schon ein Stück weiter sein wieder. So, sie gehen raus und wer greift an? Irgendjemand müsste sofort angreifen jetzt normalerweise. So ist das Gesetz hier, scheinbar. Schauen wir uns mal die Tagesziele an. Rüste 14 Bewohner mit einer Waffe aus. Eine haben wir schon geschafft und 13 brauchen wir also noch. Stelle 5 seltene Waffen her. Das wird dauern. Oder erhöhe die Agility von 8 Bewohnern. Ja, also stelle 5 seltene Waffen her, das können wir eigentlich löschen, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Sammle 70 Waffen, das ist schon eher was, nach unserem Geschmack. Also das ist schaffbar. Ja, da ist er doch, der Todeskrallenangriff. Oh, das wird schwierig. Dann bitte ich hier mal ein paar Leute nach oben schon mal. So viele wie möglich. Ich glaube, es sind immer nur 6 pro Raum möglich. Ihr seid umzingelt von Todeskrallen. Das tut mir leid. Sowas aber auch. Da schießt jemand aus dem Sitzen? Nein. Na gut, es ist wenigstens niemand gestorben. Also von daher bin ich schon mal ganz zufrieden. Hier unten werden es die Todeskrallen jetzt etwas leichter haben. Zum einen, weil sie zu zweit sind. Zum anderen, weil der Raum auch nicht mehr voll besetzt ist. Unsere besten Leute haben wir schon abgezogen, so ein wenig. Aber sie haben es ja noch geschafft. Okay. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut, gut, gut. Ja, dann, was wollten wir? Die Ziele haben wir uns angeguckt. Und rausgeschickt haben wir die Leute. Die sind unterwegs. 3 Stunden und 58 Minuten, okay. Das schauen wir uns später dann mal an. Vielleicht schaffen wir es wirklich für einen Nuka-Cola Quantum, die Siedler zu retten. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier unser Lager an. Das wollen wir nicht nochmal so voll haben. Warum ist die förmliche Kleidung denn jetzt vorne eigentlich? Die war doch sonst immer hinten. Ist das gar nicht alphabetisch? Ach, das ist gar nicht alphabetisch sortiert. Ich dachte, das wäre so. Das ist so sortiert, wie es reinkommt. Aha. Ja, dann verkaufen wir die doch gleich mal. Die Gefechtsrüstung ebenfalls und die Kampfrüstungen. Alles verkaufen. Techniker-Outfit. Ja, das müssen wir... Wir sollten mal ein bisschen was verteilen jetzt so langsam. Um zu gucken, wie das aussieht. Aber dann erkennen wir die Leute ja nicht wieder. Ja, aber wir müssen das hier leerer kriegen. Das kann ja nicht sein, dass das hier immer so voll ist. Wen haben wir denn hier hübschen? Wer von euch hübschen möchte denn was? Neues nochmal anziehen mal.
Was macht sie denn hier eigentlich? Ach so, das ist das Team, das wir nicht rausgeschickt haben. Die sind ja jetzt noch hier und haben gerade nichts zu tun. Oh, wie machen wir das denn? Ja, ich bin dafür, dass wir sie dann ins Ödland schicken. Obwohl mit Stufe 50, naja, sie ist sowieso eine Ödlandgängerin. Den anderen geht es allen relativ gut moralisch. Also sollten wir sie alle mal rausschicken. Jetzt haben gerade die Todeskrallen angegriffen. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Stimpacks. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir geben auch nur so ein paar Stimpacks mit, so 3, 4. Dann rufen wir sie nämlich schnell wieder zurück, genau. 5. Geben wir mal 5 mit. Das ist schon viel zu viel, finde ich. Komm, geben wir mal 3 diesmal. 3, damit sie nicht so, damit wir sie schnell wieder zurückrufen, wenn wir sie brauchen dann. Und Craig Peterson, er ist sowieso auf Stufe 44 erst. Den hätten wir über kurz oder lang sowieso mal wieder rausgeschickt. So, auch er darf ins Ödland mit 3 Stimpacks. Und Deborah Turner. Deborah, unsere Weihnachtsfee. Raus mit ihr ins öde Lande. Ja, dann war aber noch jemand. Kati Murray ist auch noch da. Auch sie darf jetzt ins Ödland nochmal. Ach so, sie ist aber eigentlich nicht gedacht fürs Ödland, oder? So wie sie angezogen ist. So, die sollten dann aber auch bald wieder zurück sein, hoffe ich. Oh, das ist ja schon wieder knapp hier mit unserer Energie irgendwie. Ja, unbedingt möchte ich Kleidung verteilen. Ja, aber irgendwie lübt das schon, was die Leute hier anhaben. Das ist schon alles eigentlich ganz gut. Finde ich. Ich finde, hier unten war jemand... Ja, Marie Shaw hat das, glaube ich, mitgebracht, was sie da trägt. Gerade sie darf das auch behalten, aber ihre Kumpelin hier drüben, Virginia Bush, CCH, sie kann auf jeden Fall was anderes, das ist das Techniker-Outfit, ja, sie kann auf jeden Fall was anderes tragen. Zum Beispiel das gepunktete Sommerkleid bringt ihr Stärke 1 und Intelligenz 1, ist aber auch egal, soll einfach nur schön aussehen. Ansonsten hätten wir irgendwas mit guten Attributen, was noch interessant wäre für sie. Nein, geben wir mal das Gepunktete und schauen, wie das aussieht bei ihr. Ja, das ist doch ganz nett. Es geht. Es gibt Schöneres, aber es geht. Wer ist denn sonst noch? Wir haben hier unseren Bürgermeister Frank Lewis. Ach, da ist doch jemand reingekommen vor kurzem. Der war doch auch als Bürgermeister gekleidet und da, den müssen wir sowieso umziehen. Die Vault Promi ist hier unten. Warum sind hier nur 3 Leute? Sehe ich hier nur 3 Leute? Ja, wen haben wir denn da rausgesaugt gerade? Da fehlt ja jemand hier im Fitnesscenter. Das geht nicht. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, wer hat Endurance. Wer kann noch was gebrauchen? Endurance, Ausdauer. Catherine, ja, okay, jetzt haben wir sie rausgeschickt. Sehr schön. Wie lange ist sie denn unterwegs schon? Ach so, die ist vom Team. Ja, dann können wir nichts tun. Ausdauer, wer ist denn noch mit Ausdauer da? Endurance und Care Times. Samantha Wilson. Und im Casino ist Pip. Olivia Bushcox ist schon im Fitnesscenter. Outfit Fabrik. Na gut, Akademie. Superreaktor. Hier ist doch jemand. Kuriti Peterson. Natürlich hier oben. Die ziehen wir aber dennoch ab. Curie. Die gute Curie. So, rein mit ihr hier. Das wundert mich wirklich, dass das jetzt leer war. Ja, wie dem auch sei. Wir schauen dann erstmal, wonach schauen wir? Nach den Outfits schauen wir. Natürlich schauen wir nach den Outfits. Wir haben 2 Weihnachtsmänner hier drin rumlaufen. Das ist schon mal nicht so gut. Wer ist das denn? Brian Wright. Wir haben, glaube ich, sogar 3 hier rumlaufen. Brian Wright und Tyler Graham. Ich hätte gerne eine Weihnachtsfrau hier drin rumlaufen. Obwohl, ja, Graham sollten wir angezogen lassen. So, er hat das ja mitgebracht. Mal sehen, was wir Brian Wright Schönes geben können. Das Adelsoutfit. Na, das bekommen andere bei uns. Das werden wahrscheinlich die Leute bekommen, die dann nach draußen gehen später mal. Handwerker Overall, nein. Laborkittel, nein. Ninja-Outfit, Pilger-Outfit.
Ritterrüstung. Vielleicht. Nicht unbedingt. Ja, SB-Kampfanzug, das hört sich doch gut an. Dann sind wir den endlich mal los und können mal sehen, wie er aussieht. Das, liebe Welt, ist der SB-Kampfanzug. So sieht er aus, wenn er sitzt. Und die Zeit ist schon am Ende. Wir werden Kleidung weiter verteilen, wenn in der nächsten Folge noch Platz sein sollte, zeitlich. An dieser Stelle darf ich mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.